Wunderschönen guten Morgen. Ich will gerade anfangen zu misten. Da wollte ich euch kurz einen kleinen Funfact sagen. Und zwar, Dalana hält sich seit kurzem einen Nymphensittich. Der sitzt jetzt gerade da oben und wartet wahrscheinlich auf die nächste Fütterung mit Hafer. Weil da bedient er sich immer und ich vermute mal, dass er auch demnächst platzen wird. Falls jemand seinen Nymphensittich vermisst, wir haben noch keinen Namen für ihn, aber er kann gerne in Silmingen eingefangen werden. So, nachdem mein letztes Video im Hochformat mit dem Handy aufgenommen war von Dalanas zu Hause, dachte ich, ich probiere es mal mit meiner neuen Kamera im Querformat und nehme euch mit. Hier ist der Eingang. Wenn man reinkommt, ist gleich links die Toilette. Achso, hier steckt schon ihr Näschen zum frischen Stroh durch Nakira. Hat mich jemand erwischt. Auf jeden Fall, hier ist das Klo. Ah ja, Dalana wohnt in einem... Also, sie hat eine Doppelhaushälfte. Hier sind einmal Nachbarn. Na, Elliot, und hier sind nochmal Nachbarn. Genau. Hier ist auch gleich die Tränke. Sie pflanzen hier auch witzigerweise etwas Hafer an. An der Seite. Genau, die teilen sie sich mit den Nachbarn. Das funktioniert sehr gut. Genau, hier waren wir gerade. Und dann kommt man quasi rein ins Schlaf- und Esszimmer. Hier gibt es zwei Matratzen zum Draufschlafen. Da hinten ist der Salzleckstein. Hier gibt es 24 Stunden Heu. Hier gibt es einen Besen, genau. Und hier hinten kommt immer der ganze Heuballen rein, sodass wir es nur noch vorziehen müssen. Und da kommt auch heute neuer Heuballen. Genau. Das war's schon wieder. Hier geht's raus. Wir züchten übrigens auch erfolgreich Brennnessel, damit ich, wenn ich mit der Schubkarre zurückfahre und da wieder nicht dran denke, einmal durchschleife. So, das habe ich echt gut drauf. So, das war's. So langsam fühle ich mich schon beobachtet. Der guckt da schon runter und wartet, bis ich wieder fütter. Also, lieber Nymphensittich, ohne Namen. Futter gibt's erst heute Abend circa um 19 Uhr. Ne? Will er nicht hören, guckt er weg. Ist ja klar. Ist wohl eine kleine Zicke.